Und damit sind wir wieder bei Empires en Puzzles. So, wir haben ganz viele Gratis-Beschwörungen. Wir fangen unten an. Und wir bekommen... Was bekommen wir? Was bekommen wir? Lila Gildennovizen. Okay. Oh, ich glaube, wenn wir Truppen opfern, bekommen wir sogar auch noch was. Aber jetzt haben wir erstmal seltene oder epische durch eine Sidequest bekommen. Und wieder lila. Oh, wiederbelebte Ritter. Oho, oho. Sacre bleu. Ojojö. So, dann haben wir jetzt noch die saisonale Beschwörung. Oh, bitte ein Krampus. Bitte ein Krampus. Oder es ist rot. Rudolf the Red-Nosed Reindeer. Wir haben jetzt Rudolf das Rentier. Und jetzt probieren wir uns nochmal an einer Valhalla-Beschwörung. Wir haben ja 100, 126 von 100. Ein roter Held wäre jetzt sogar noch besser. Und was bekommen wir? Komm, bitte. Nicht grün, nicht grün. Oh, wir bekommen unseren ersten 4-Sterne-Lichtcharakter. Also Nebel. Eine gute Frau heißt Nebel. Oh, wir haben auf jeden Fall irgendwas... Ah, Beschwörung. Okay. Und wenn wir jetzt noch 2 Truppen opfern, bekommen wir sogar noch mal was. Ach, du ahnst es nicht. Also, Rudolf behalten wir auf alle Fälle. Nebel hat auf dem ersten Rang... Was hatten die überhaupt als Special-Fähigkeit? Fügt am Ziel benachbarten ziehen 140 Schaden zu... Das Ziel und benachbarte Gegner sind für 3 Runden immun gegen neue Boni. Das Ziel und benachbarte Gegner halten 3 Runden an minus 20% Verteidigung gegen Spezialfähigkeiten. Das Ziel und benachbarte Gegner halten minus 50% Mana-Regeneration für 3 Züge. Ja, lex me eine Füße. Ja gut, dann wollen wir mal Rudolf aufleveln. Da wird erstmal unser Fahrrad für geopfert. Auch Rudolf geht direkt erstmal von Level 1 auf Level 7. Ja, Rudolf das Rentier. Eigentlich den ich nie haben wollte. Was hat der eigentlich als Spezialfähigkeit? Nur mal so als Frage. Fügt dem Ziel 250% Schaden zu, reduziert das Mana des Ziels um 20%, beschwört einen Elf-Lakaien mit 10% LP und 10% Angriff des Wirkers. Ja, moin. Das ist heavy. Also sprich, Layla fliegt raus, Jill fliegt raus, sobald die anderen stärker sind. Und Bane, leider Gottes, fliegt auch raus, aber den werden wir trotzdem behalten. Weil es ist halt unser Bane, den geben wir nicht mehr her. Ach ja, stimmt, ich wollte ja noch Truppen. Okay, die haben... Plus 12, plus 7, plus 4. Und unsere Wiederbelebten haben plus 8, plus 13, plus 2, plus 10. Ergo, wir müssen erstmal unser Team ändern. Oh, die werden sogar, obwohl die Level 1 sind. Eieieiei. Speichern bitte. Und jetzt werden wir sie ein wenig leveln. Ein bisschen zumindest. Jetzt haben wir wiederbelebte Hampelheinis. So, jetzt haben wir auch das Wegele der Tapferkeit. Wodurch wir auch dieses Wegele der Tapferkeit haben. Ja, moinsen. Okay, jetzt brauchen wir nur 25 Gegenstände. Dann haben wir alle 3 Ziele. Aber ich glaube, ich werde erstmal... kurz den Titanen angreifen. So zweimal. Nur aus dem Grunde, weil der eh bald in den Dutten ist. Gucken, ob wir ihn schlagen können. Ich glaube es fast nicht. Na gut, 50.000, das kriegen wir noch nie im Leben. Also ich bekomme es nicht weg. Ja, ist klar. Jetzt ändert er einfach so sein eigenes Ziel. Das ist doch eine Dreckschleuder, ist das. Naja, können wir erstmal nichts machen, außer jetzt ihn ein wenig. Ja, moinsen Aloha.
Ach komm, jetzt nehmen wir einfach das gelbe Kraftjuwel noch. Okay, verfehlt. Das heißt, wir können den Angriff ein bisschen höher jubeln und jetzt mit unseren neuen Truppen noch ein bisschen Remi-Demi machen. Okay, jetzt hat er da... Ne, wir machen das. Weil blau ist gar nicht mal so verkehrt. Hauptsache Damage. Können wir nämlich seine Verteidigung noch ein bisschen runter frickeln. Okay, damit ist Jill Geschichte, aber das kann uns egal sein, sie fliegt ja sowieso irgendwann raus. Sobald unser Rudolfo ein bisschen stärker ist. So, machen wir so und dann greifen wir nochmal so an, dann hat sich das eh erledigt. Klar, der Kampf ist beendet, aber wir haben immerhin 7000 Schaden gemacht, wir können ihn nochmal angreifen. Wo bin ich da überhaupt? Achso, mit 29.000 immerhin, ich bin höher wie Nova. Take this, Nova. 43.000, wir probieren ihn mal so auf 35 runterzuziehen. Nee, aber mehr als probieren können wir auch nicht. Nur wenn das hier schon wieder so ausartet, kann ich auch nichts dran ändern. Okay, das ist Nummer 2 und 3, das heißt, er ist gelähmt. Können wir uns selber ein bisschen heilen. Ja, jetzt fängt es ja schon wieder gut an hier. Ah, ich hätte mal oben auf die Schwachstelle achten sollen. Aber nö. Ich doch nicht. Trotzdem, Bane, den behalten wir. Auch wenn wir nicht im Team haben, werden die trotzdem behalten. Weil er war von Anfang an bei uns. Erster Stufe 3 Charakter. Okay, da können wir ihn jetzt noch ein bisschen... den Gar ausmachen. So, jetzt noch mit dem. Ach komm, das machen wir das einfach mal so. In der Hoffnung, dass wir einen guten Combo hinkriegen. Nein, tun wir natürlich nicht. Aber wir haben ihn immerhin ein bisschen runtergezwiebelt. Ja, 35. Immerhin habe ich so ein bisschen Nova abgehängt. So, wir waren auf der Windtreppe. Und da machen wir jetzt auch weiter. Haben wir noch ein paar Punkte gekriegt. Zumindest diesen Part werden wir wohl nicht damit fertig werden, aber... wir sind an sich ganz gut aufgestellt. So, an sich. Wenn die Gegner gerade ziemlich widerlich werden. Gut, was soll ich machen? Klar, ich könnte jetzt leveln wie ein Bekloppter. Ist wahrscheinlich auch der Gedanke hinter diesem Spiel. Dass wir jetzt... einfach more Leveling betreiben. Und zur Not geben wir da einfach mal was hin. Dann tun wir dieses. Okay. Er greift den an, den ich nicht unbedingt haben wollte, aber... ja, also sein Special will ich eigentlich noch nicht rausschmeißen. Komm, jetzt nehmen wir einfach von ihr, weil sie ist ja auch so gut wie raus. Die gute Leila hat uns aber gute Dienste erwiesen. Und jetzt richtig Remi Demi und das war's mit dem auch schon wieder. Gott, oh Gott, oh Gott. Den Special mache ich noch nicht. Erst einmal heilen, dann einmal die Giftklingen. Jetzt kommt der Endgegner und jetzt werde ich es einsetzen.
Noch ein bisschen Düsternis da drauf. Zumindest haben die Gegner jetzt ein bisschen weniger. Autsch. Und das war's auf gut Deutsch. Ja, lex mir doch eine Poperze, doch. Oh, der hat den Special Fall. Oh, ja. Zwei down. Also der Riese, der hält einiges aus. Und nochmal Special. Ah, wow, 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 wow. Das tut mir in der Seele weh, wie hier mit meinen Charakteren umgesprungen wird. Aber was willst du tun? Außer doof zugucken. So, schafft meine Güte. Und was bekommen wir? Tiefhaltzauberer, okay. Ja, ja, ich weiß, mein Eisenlager ist full. Können wir machen, nix. So, jetzt machen wir schön dieses. Hier ist immer eine schöne Kombi. Können wir noch ein bisschen rot. Hauptsache, es überleben alle bis zum Endboss. Was ich am wenig bezweifle. Noch ein bisschen Finsternis und jawohl, Kombi. Okay, warum er gerade den angreift, keine Ahnung. So, Layla macht Remi Demi. Ja, wenn ich da halt nichts bekomme, kann ich nichts dran. Aber er ist immerhin vergiftet. Aber machen wir so. Nehmen uns von unserem Ulma erstmal den Special für diese Runde auf. Ist immerhin ein Tucken Verteidigung weg. So, zack, zack. Und weg ist die Laube. Und der Gegner auch. Und wir können noch ein bisschen... Oh, jetzt schon Endboss. Und direkt den gelben Spezial. Wollen wir jetzt schon grün machen? Ja, komm, hau weg. So, noch einmal durchhalten. Dann jetzt nochmal schön mit Eiselement. Okay, die eine ist weg. Wir müssen auch irgendwie gucken, wie das war hier. Klarkommen. Okay, jetzt ist Layla weg. Ja, sind dieselben, die beim letzten Mal schon weg waren. Bam, bam, bam. Und wir haben eine Siegrun gekriegt. Ja, ja, ja. Oh, das wird jetzt eine härtere. Haben wir noch Knochen? Ja, haben wir. Komm, direkt weiter. Hau raus. Schaffen wir in diesem Part noch, hoffe ich. Hoffe ich ernsthaft. Das war diese Ebene, wie es noch hinter uns bekommen. Okay, der eine schon mal weg. Das ist gut. Wunderbar. Kombos. Ich glaube, ich sollte mir demnächst echt mal Gegengifte mitnehmen. Auf ihn, er lebt leider noch. Welle 2 von 4. Ich weiß, dass er vergiftet ist, das braucht mir keiner zu sagen. Jetzt richtig Krawamm, Krawusch.
Perfekt, jetzt kann ich heilen. Bekommt unser schwarzer Magier nämlich ein paar Pünktchen. Ja, ist ja gut. Herrgott, regt euch doch hier nicht so auf, ihr Gegnerchen. Ich kann ja Gott sei Dank noch heilen. Haha! Okay, der ist schon mal weg. Das ist gut. Machen wir das jetzt so. Wie stellen wir es am dümmsten an? Wir nehmen... Ich hoffe, es reicht. Es reicht. Der ist schon mal weg. Und jetzt alles auf den Gegner abfeuern, was Rang und Namen hat. Schon ist der zweite weg. Na gut, ich hätte jetzt unseren Ulmer noch Special machen können. Okay, er ist weg. Thema ist durch. Nein, Endgegner ist noch da. Ach, du ahnst es ja nicht. Aber das ist gar kein Problem. Wir haben noch ein gelbes Kraftjuwelchen. Und beide auf einen Schlag. Ein gelbes Juwel und schon alle weg. Strike! Leider keine Truppen. Ja, wir haben noch einen Helden. Einen blauen zum Aufleveln. Da können wir ja Sigrun für reinsetzen. Dann haben wir unseren Ulmer noch ein bisschen. Dam, dam, dam. Und jetzt gehen wir nochmal in eine Basis. Holen uns noch ein bisschen Happa Happa. So, da haben wir Level 2 ausbilden. Und das dauert noch. Das dauert auch noch. Wir nehmen einfach gewöhnlich. Hauptsache, wir können ausbilden. Müssen wir ja auch für eine... Oh, hier haben wir noch was. Ach ja, die 25, die haben wir jetzt auch. Zapplabuff. Ja, und das... Ich würde mal sagen, wir machen später weiter, sobald ich wieder genug Pünktchen habe. Bis dahin, auf Wiedergeschaut und gesehen.